Hallo und guten Morgen, liebe Wanderfreunde. Der Joschi und ich, wir sind diesmal für euch auf Wandertour. Und zwar in der Pfalz. Der Joschi sagt euch jetzt mal, wo genau, gell? Ja, wir sind bei Dannenfels, haben wir jetzt geparkt und laufen den Donnersberg hoch. Genau, für uns geht es jetzt erstmal ein paar Meter in die Höhe. Ja, und ich glaube, wir waren jetzt so bei um die 300 oder ein bisschen mehr. Und der Donnersberg ist bei 680. Und jetzt geht es bergauf zum Gipfel des Donnersbergs. Und euch wünschen wir viel Spaß beim Zusehen. Viel Spaß. Jetzt zum Adlerbogen. Da ist das Schild. Da müssen wir hin. Ja. Das erste Hindernis haben wir auch bewältigt. Davor haben wir noch unsere Jacken ausgezogen. Hier geht es jetzt auch verdammt steil den Berg hoch. Da kommt man ganz schön ins Schwitzen. Und als nächstes kommen wir jetzt zum Adlerbogen. Wir wandern jetzt schön hier am Rand vom Donnersberg entlang und genießen, wie ihr gesehen habt, die schöne Aussicht. Wunderbar hier am frühen Morgen. Und angekommen sind wir am Adlerbogen auf dem Moltkefelsen. Adlerbogen wurde vom Pfälzischen Verschönerungsverein errichtet, und zwar 1880 zu Ehren des Generalfeldmarschall von Moltke. Da ist auch die Figur dran angebracht. Oh,
und wir folgen als den blau-weißen Hinweisschildern oder Symbole, egal wie man will. Joshi, was haben wir hier? Das ist ein keltischer Skulpturweg, ist es ja, die Kraft des Stieres von Uli Lamm. Das haben auch die, das, der Stier war immer ein Opfertier gewesen, egal bei welchen Kulturen, auch die Kelten oder sowas, hatten auch den Stier als Opfertier gehabt und er steht halt für Fruchtbarkeit und Stärke und deswegen wurde er eigentlich immer geopfert. Und das soll das daran erinnern. Jawohl, sehr gut erklärt. Der Joshi steht schon am nächsten Schild. Genau, hier kann man sehen. Und zwar befinden wir uns weiterhin noch auf dem keltischen Skulpturenweg. Ja, eben gerade sind zwei Mountainbiker an uns vorbeigefahren. Die haben wir kurz vorbeigelassen. Und wir sind jetzt auf dem Weg zum nächsten Punkt. Und zwar zum Hirtenfelsen. Ja. Ja, genau. Sind wir jetzt gleich da. Und wir sind angekommen am Hirtenfels und sind auf einer Höhe von 630 Metern. Und der nächste Punkt hier von unserem keltischen Skulpturenweg. Jetzt haben wir den Eber hier. Ist wirklich gut gemacht hier alles. Und hier durch die Bäume durch kann man jetzt schon sehen den Funkturm vom Donnersberg. Wir sind angekommen am Ludwigsturm, erbaut 1864, erneuert 1953. Geht jetzt den Ludwigsturm hoch. Hat 1 Euro Eintritt gekostet. Ab einem gewissen Punkt gibt es kein Geländer. Geschafft. Thank you.
haben es geschafft. Wir sind auf dem Ludwigsturm. Ludwigsturm hat eine Höhe von 26,7 Metern und ist 860 Meter östlich vom Königstuhl entfernt. Ja, wir befinden uns hier vor so einer rekonstruierten Keltenmauer, weil hier am Donnersberg ist auch ein Keltenwald, der aus einem Osten, aus einem Westwerk besteht und von den Kelten zweimal erneuert wurde. Wir laufen jetzt gerade wieder vom Ludwigsturm weg. Wie ihr gesehen habt, sind wir auch noch einmal an die Keltenmauer gelaufen. Die ist nicht weit weg vom Ludwigsturm. Und wer nichts zu essen dabei hat, wir haben ja was dabei, wir machen auch gleich Mittag, kann sich am Ludwigsturm auch noch was holen. Da ist nämlich ein Kiosk, die haben alles. Und da vorne ist jetzt auch gleich der Sendeturm. Der Fernmeldeturm ist ungefähr 270 Meter hoch und versorgt weite Teile der Pfalz mit UKW-Sendern und TV-Sendern. Hier seht ihr nochmal. Ja, auf dem Mond sind wir hier nicht gelandet. Aber von diesem US-Sender hier aus wurde die Mondlandung übertragen nach Amerika und in beide Teile diente auch, ich glaube heute nicht mehr, aber zur damaligen Zeit, 70er, 80er Jahre, als Fernsehübertragungssender für die USA. Ja, jetzt sind wir angekommen am höchsten Punkt, am höchsten Berg der Pfalz. Es ist der Gipfel. Gucken wir mal, wie wir da hochkommen. Höchsten Punkt vom Gipfel vom Donnersberg und das betrag 687 Meter in Höhe. Also es war schon windig, etwas mehr windiger als jetzt wohl ein bisschen unterhalb. Genau. Und wir gucken jetzt, dass man Rastplatz findet, gell? Ja. Okay. Alles klar. So, wir haben es geschafft. Wir sind an unserem Rastplatz angekommen, haben schon alles vorbereitet. Der Joschi brutzelt uns was Schönes, gell? Ja. Joschi, was haben wir an? Bratwurst mit Kartoffel. Ja. Wir haben es erst da hinten probiert, in der Pfanne, gell? Ja. Aber das dauert einfach zu lang. Ah, ja. Jetzt haben wir sie klein geschnitten und machen sie hier drin. Das muss auch mal gehen, oder? Ja. Na.
Pause ist mal wieder beendet. Für uns zwei geht es weiter jetzt, langsam auf den Rückweg. Ja, wir haben jetzt auch gelernt, die Bratwurst geht nicht so schnell am Stück, aber der Bratwurst-Eintopf war nicht schlecht, ja, dann ist es viel schneller gegangen. Ja. Und wir haben auch jetzt einiges gelernt. Die Kelten waren hier am Donnersberg gut tätig mit ihren Keltenwall oder Ringwall, wie es heißt, was sie gebaut haben hier. Und auf der Spitze vom Donnersberg waren wir auch, gell? Ja. Joshi, ja. Man konnte sehr viel über die Kelten lernen auch. Genau, ja. Also es ist sehr informativ hier. Ja. Ja, und jetzt sind wir wieder auf der Rückseite vom Ludwigsturm. Wir sind praktisch jetzt vom Königstuhl aus wieder hierher zurückgelaufen. Und da vorne geht es dann rechts ab Richtung Auto. Und da vorne läuft der Joshi. Ja, ein umgekippter Försterstand. Haben wir einige Sturmschäden. Ja. Upsala. Ja. Wenn Sie auch hier so was wie ein Tal abgetrennt, ja. Da muss man schon noch ein bisschen aufpassen. Ja. Ich habe schon ein paar Weiten gesehen. Ah ja, okay. Also ist es neu. Ja, hier auf dem Rückweg durch den Wald, wo wir jetzt laufen, da haben wir einige Sturmschäden gesehen, gell, Joshi? Ja. Mit den sehr viele. Ja, sehr viel abgeknickte Bäume. Ja, die haben quer noch über dem Weg in der Luft gehangen, ja. Ja. Naja, jetzt wird es ein bisschen besser. Auf jeden Fall der Rückweg ist jetzt wesentlich angenehmer, nicht mehr so anstrengend, gell? Ja, weil hoch zu war es halt anstrengend, ne? Genau, es geht nur noch bergab. Auf dem Rückweg jetzt hier ist es wirklich super ruhig. Bis jetzt ist uns noch kein einziger Mensch entgegengekommen, nee, oder? Nee, seit der Mittagspause. Bis jetzt ja, fast seit der Mittagspause hier. Ja. Ist wirklich super, ja. Ja, kaum haben wir es gesagt, da sind uns jetzt Leute entgegengekommen. Es hat wieder super gepasst. Naja, jetzt sind wir nicht ganz so einsam. Ein, zwei Kilometer zurückgelegt und das Wetter ist weiterhin sehr schön. Es ist doch schon ganz schön warm, ja, für was haben wir heute überhaupt? 31. März, oder? Ja, morgen ist der 1. April, ja.
Könnt ihr eure Freunde und alles verarschen? Ja, morgen kommt unser Video als Aprilscherz. Nee, Quatsch. Okay, weiter geht's. So, jetzt kurz vor Schluss haben wir unseren Zuckerspiegel noch mal erhöht mit etwas Schokolade. Ja. Das war nicht schlecht, das haben wir jetzt noch mal gebraucht. Noch mal kurz was getrunken und jetzt geht's zum letzten Stück. Sind wir hier am Dampfnudelfelsen angekommen und wir sind auf einer Höhe von 490 Metern. Der Dampfnudelfelsen. Das ist ja Pfannkuchen. Genau, ja. Wir haben schon gedacht, Pfannkuchen, aber ja, haben wir uns geirrt. Wir haben es mal wieder gepackt. Wir sind am Ende von unserer Wandertour hier am Donnersberg. Ja. Du hast es fast gemacht, ja? Natürlich. Ja. Der Anfang war anstrengend und der Schluss war ein bisschen mehr entspannend. Ne? Ja. Ja. Ein schöner Rundkurs. Ich denke, das kann man auch gut mit Kindern machen. Muss man halt ab einem gewissen Alter erst. Ab einem gewissen Alter, ja. Muss man halt ein bisschen aufpassen. Man kann die Tour auch ein bisschen verkürzen, habe ich gesehen. Geht auch. Ja. Ja. Ich hoffe, euch hat auch ein bisschen Spaß gemacht, uns zu begleiten. Wir sind jetzt gleich am Auto und werden den Heimweg antreten. Und lass es uns heute am Sonntagabend noch ein bisschen gut gehen. Ja? Noch ein bisschen Entspannung. Ja, ein bisschen entspannen. Genau. Und euch wünschen wir auch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video. Und ja. Tschüss.